Hallo und willkommen zurück bei, ja, nicht on the table, sondern eigentlich hier auf dem Fußboden. Und ja, mit, wie man sieht, hier meiner alten treuen Videokamera liegt daran, dass ich hier eine riesengroße Kiste habe, die ich halt leider nicht auf meinem normalen Schreibtisch hier auspacken kann. Deswegen müssen wir das halt hier gerade so machen. Ich denke, es geht hoffentlich. Es ist ein bisschen dunkler als gewohnt, aber dafür spiegelt auch nichts. Ja, man sieht eine große Kiste. Jetzt zumindest mal nur jetzt hier von der einen Seite hier. Ja, von der Breitseite her ist es etwas zu groß. Aber hier steht eigentlich auch alles soweit drauf, was denn drin ist. Denn es geht hier um den 1/100 Scale. ZMS 2 Sigla ist ja eigentlich kein Gunpla, denn Gunpla ist mehr oder weniger geschützt durch Bandai. Eigentlich darf dann halt nur Bandai halt Gunpla als, ja, als Namen irgendwie verwenden. Es ist kein Bandai-Modell, es ist von Mechanicore und die haben dann immer so eine, ja, eine Kleinserie, die sich an bekannte Gundam-Schemas, ja, die halt so herstellen, unter einem anderen Namen, aber die, ja, die Verwandtschaft sieht man dann halt trotzdem. Also das Design ist dann immer noch ähnlich, zwar trotzdem irgendwie abgewandelt, aber ja, man kann ihn immer noch erkennen, benennen den halt meistens um. Und keine Ahnung, inwiefern da Bandai irgendwie mal dann sagen wird, wie jetzt dann vor kurzem bei Dragon Momoko halt geschehen und da plötzlich da irgendwie was unterbindet. Keine Ahnung. Ich denke mal, dadurch, dass das halt wirklich irgendwie selbstständig benennen und wirklich zwar 100% eigene Formen halt rausgeben, ist da halt irgendwie ein bisschen schwieriger ans Bein zu pissen als ja, irgendjemand, der den im Prinzip die gleichen Namen halt nennt und dann halt vielleicht auch noch irgendwie ähnliche, wenn nicht sogar gleiche Formen verwendet. Ja, man sieht die Größe 71,5 mal 36,7 mal 49 cm ist eine große Kiste. Hat auch gerade so nur in mein Auto gepasst, ohne dass ich da irgendwas ja, umlegen musste. 11,5 Kilo, netto 8,5, halt mit der Außenkiste hier dran 11,5. Ging aber eigentlich. Für 11,5 ist es relativ leicht. Und ja, war ein teurer Spaß. Also das Kit an sich kostete 360. Nee, 320 Euro, sorry. Dollar, nicht Euro, Dollar. Und dann kam da nochmal 148 Dollar reine Versand dazu. Allerdings, ich wollte jetzt da nicht irgendwie nochmal ein halbes Jahr drauf warten. Also das war jetzt dann irgendwie, also ich habe es bei Samuel Decal bestellt. Und er hatte halt dann zwei unterschiedliche Methoden halt angeboten. Einmal für 66 Dollar halt über Land. Und ich glaube, dann wäre er noch nicht zu Weihnachten da. Und halt einmal halt mit Luftfracht für diese 142 oder 146 Dollar. Und dann kam da jetzt nochmal knapp 100 Euro beim Zoll noch dazu. Wie gesagt, ein recht teurer Spaß. Gut, andere Leute fahren für das Geld in Urlaub. Ich habe dann nächstes Jahr ein paar Wochen, wenn nicht sogar Monate, Spaß an dem Kit. Jo, dann würde ich sagen, ich hole mal die etwas kleinere Kiste aus der großen Kiste raus. Wobei, so viel nimmt sich das nicht, wenn ich das jetzt mal gerade hier hochhalte. Ne? Also das ist, sagen wir mal, Kiste Nummer 1, da drin ist Kiste Nummer 2 und dann versuche ich jetzt mal gerade Kiste Nummer 2 rauszuholen und ja, dann sehen wir uns gleich nochmal.
So, den Kampf habe ich schon mal überstanden. Ist halt immer etwas problematisch, eine ähnlich große Kiste aus ja, einer anderen rauszuziehen. Aber es hat funktioniert und so sieht das Ganze ohne dieses ja, diese Versendungskiste halt aus. Die Größe, ne, hat sich nur minimal geändert, aber sieht jetzt halt etwas schöner aus. Und ja, man sieht Limited Edition, nur 3000 Stück. Wie gesagt, ist halt mehr oder weniger nur eine Kleinserie. Pre-Order Premium Souvenir Inside. Ich glaube nicht, weil da soll noch irgendwie ein zusätzlicher Kopf irgendwie dabei sein, aber die hier dieses Dark Grey Outer Armor ist, glaube ich, drin. Dieses Camouflage, diese Camouflage Waterslide sollen auch drin sein, aber da soll noch irgendwie was kommen. Ich weiß nicht, ob ich dafür auch noch bezahlen muss und was der Zoll dann davon hält, keine Ahnung. Ja, so sieht's von der einen Seite aus. So von der Seite, halt in voller Größe. Hier nur das Logo. Wie gesagt, also die Mechanicore macht da so ein bisschen sein eigenes Ding, obwohl, also wer das Design erkennt, ne, also ist eher vom Zion abgeleitet, allerdings halt vom Perfect Zion mit den Beinen dran. Man kann den auch ohne Beine bauen und ja, hat dann halt so seinen eigenen Zion Verschnitt, aber wie gesagt, Mechanicore macht da halt einen Ziegler draus, keine Ahnung wie und warum. Und ja, Republic auf Sieg, nicht auf Sion, aber wie gesagt, so umschiffen sie halt das Copyright. So, und hier die Rückseite. Wie er denn am Ende aussehen soll. Deswegen mit allen Goodies, was drin ist oder was man halt bauen kann. Deswegen keine Ahnung, ich habe mir das noch nicht durchgelesen, weil wie gesagt, ich habe den jetzt auch erst hier ja, rausgenommen. Deswegen hier Laser Cannon Armed on the Jaw is 180 rotable as on and off switch of the weapon. Okay. Was auch immer. Six short-range laser-guided missiles are armed on the second shoulder binders. Also hier, da. Irgendwelche Raketenwerfer. Two heavy-duty laser cannons are mounted on the side waist. Da. Five-barrel laser cannon are armed to the forearms. Die kann man dann irgendwie austauschen oder umklappen. Man sieht es halt hier in der zweiten Variante. Forearms are detachable in wire-guided mode. Dann zwei Waffen. Grenade Launcher. 800 mm Kaliber. And custom use dual bayonet beam spear. Das Ding ist, glaube ich, einen halben Meter lang, wenn es zusammengebaut ist. Bodyhide. Jetzt kommen wir halt zu der ganzen, ja, so groß wie das Kit nachher wird. Also Höhe 37,7 cm. Insgesamthöhe. Also ich glaube, der ganze Body ist halt wirklich bis, glaub, bis zu den Schultern. Aber da kommen dann halt nochmal Overall Height, ist wirklich der höchste Punkt. Das wird hier hinten irgendwo sein. Mit 43,2 cm. Die Schulterbreite 30,6. Body Depth weiß ich jetzt nicht, von wo nach wo die gemessen haben. Ich denke mal auch halt vom, also die komplette Tiefe bis, also auch bis von dieser Backpack oder Thruster Backpack Spitze bis irgendwo ganz vorne hin.
Sind 35,4. Wie gesagt, dieses Bajonett, dieser Speer, sind sogar über einen halben Meter mit 60 Zentimetern. Der Grenade Launcher ist 27 Zentimeter. Und ja, insgesamt gibt es da 2645 Teile. Wobei davon 2341 Plastikteile sind. Alles andere sind ja, LEDs, Metallteile, CNC, Aluminium Components, Printing Circuit Board für die ganzen LEDs, die LEDs an sich, Stainless Steel, Holotube, sind auch 12 Stück. Coated Aluminium Wire 2, USB-Cable, Connection Wire, Lightning Circuit, Photo-Edge Parts sind auch dabei, 70. Heat-Hardened Allen Key, whatever. Und Water Slides. Ja, also das alles ist mit dabei. Also nicht nur reines Plastik, sondern wirklich alles, was einem, ja, was man so an ein Plastikkit dran basteln kann, ist mit dabei. Hier sieht man auch dieses Matrix Camouflage Decals. Das sind halt wirklich hier diese kleinen Raster, die da drauf sind. Ob ich die verwenden werde, weiß ich nicht. Sieht zwar so hier ganz cool aus und ich werde vielleicht auch dieses Farbschema behalten. Bin mir noch nicht so hundertprozentig sicher. Vielleicht mache ich ihn auch doch rot. Und dann weiß ich nicht, ob das passt. Halt ohne dieses Camouflage sieht man jetzt halt hier, zwar nur von der Rückseite, aber sieht eigentlich auch ganz gut aus. Weil ich weiß nämlich jetzt nicht, wie gut die Decals dann tatsächlich sind. Und das sind halt schon große Dinger. Und ich habe da, glaube ich, nicht so die große Lust, mich damit irgendwie aufzuhalten. Aber ich weiß es halt noch nicht. Wir werden es sehen. Ich werde das dann einfach mal probehalber dann irgendwie versuchen. Und wenn die Decals eventuell gut sind, werde ich dann die dann doch eventuell drauf machen, sofern sie denn zu dem Rot passen, wenn ich denn halt das irgendwie so rot mache. Wie gesagt, ich bin mir da noch nicht so ganz sicher. Ich muss das Ding erstmal zusammenbauen. Ja, wie gesagt, man kann das Ganze auch in diesem Full Boost Mode machen. Da sieht er dann eher aus wie der Zion, den man halt so auch bei Bandai bekommt. Halt ohne die Beine. Ich werde den aber halt mit Beinen hier zusammenbauen, weil ich finde das Ganze irgendwie so ohne Unterbau sieht es ein bisschen, ja, so halb fertig aus. Deswegen, nee. Muss halt nicht sein. Meiner bekommt dann halt Beine. So, hier steht dann auch nochmal drauf. 3000 Stück gibt es von dieser Version in diesem, ja, sagen wir mal, in dem vollständigen Plastik. Es gibt auch noch eine Clear-Version, da gibt es, glaube ich, 2000 oder auch nochmal 3000, ich bin mir jetzt auch nicht so ganz sicher. Gibt es halt auch nochmal zusätzlich, aber ich habe mich gegen diese Clear-Version entschieden, eben weil ich dann doch irgendwie das Modell bemalen wollte und ja, sich eine Clear-Version kaufen und dann darauf, also auf die Clear-Parts dann Farbe zu machen, ist ein bisschen blöd. Ich weiß jetzt halt nur nicht, weil hier ist ja auch dieses Dark Ray Armor, ob das dann halt auch nur zusätzlich dann dabei war, sodass man zwar irgendwie jetzt zum Beispiel irgendwie eine Hälfte mit dem herkömmlichen Plastik halt machen, hätte machen können. Und die zweite Hälfte dann zum Beispiel mit Clear Parts, weiß ich halt nicht. Deswegen habe ich es dann jetzt halt auch so nicht gekauft. Ich bin eh nicht so der Freund von dem Clear Plastik. Man sieht zwar immer schön, was dann unten drunter halt ist, aber wenn man halt das Kit nicht kennt und man halt nicht weiß, was man dann irgendwie zu sehen bekommt, ja, macht es dann halt auch wenig Sinn. Okay. Dann
gucken wir hier oben. Ja, also da ist dann auch nochmal so ein bisschen was beschrieben, sogar in Englisch. Also ist für Kinder unter 15 Jahren nicht geeignet, ist halt nicht zusammengebaut, muss zusammengebaut werden, muss sich so ein bisschen, also wer das machen will, muss sich so ein bisschen mit seinem Werkzeug auskennen. Man soll ja im Prinzip alles gut durchlesen und ja eigentlich so das Übliche, was man da halt zu beachten hat. Und ja, hier unten nochmal alles in, hatte ich auch nochmal alles so ein bisschen beschrieben, 15 plus, also Vorsicht, das sind Kleinteile, man könnte es verschlucken, Recycle of Paper, aha, okay, LED is provided und Recycle of Plastic Bags, naja, okay, ist ja schön und gut. So, und was wichtig ist, ich habe von den 3000 Stück Nummer 594 und es wurde inspiziert am 6.10. Also, wie gesagt, relativ frisch. Also das Plastik dampft noch mehr oder weniger. Und ja, jetzt müssen wir diese Kiste nochmal auspacken, weil in der Kiste sind dann nochmal 3 Kisten, glaube ich, drin. Und ich glaube, die können wir uns dann im ganz normalen, auf dem ganz normalen Tisch angucken. Okay, dann doch weiterhin mit der Videokamera, weil ich wollte jetzt auch nicht irgendwie riskieren, dass er sich mit den ganzen unterschiedlichen Formaten hier irgendwie durcheinander kommt und ja, dass wir hier eine einheitlich schlechte Audioqualität halt haben. Macht aber nichts. So, in der großen Kiste, die wir vorhin gesehen haben, gibt es 4 kleinere Kisten. Also nicht 3, sondern 4. Ich habe jetzt hier erstmal Set A. Was auch immer im Set A drin ist. Wir wissen es nicht. Also ich weiß es nicht. Mechanico weiß es wahrscheinlich und die, die es schon irgendwie ausgepackt haben, wissen es vielleicht auch. Ich leider nicht. Und ich weiß nicht, was man sich hierbei gedacht hat, da noch eine Lasche reinzubauen. Denn das erschwert das Öffnen dann doch etwas. So. Machen wir hier auf. Man sieht, da fallen einem schon mal ein paar Plastikteile und Kabel entgegen. Okay. Ich würde sagen, ich stelle das kurz mal wieder auf den Boden. So, ein Kabel. Sieht man es? Keine Ahnung. Ich habe halt, wie gesagt, die Kamera hier leicht merkwürdig stehen. Mal gucken, ob das so funktioniert. Ich hoffe. Es kann sein, dass ich hier irgendwie irgendwann, wie immer, aus dem Fokus irgendwo rauskomme. Die Kamera steht jetzt halt sehr, sehr merkwürdig hier rum. Also als erstes mal hier ein Kabel. Ich weiß nicht, wohin es gehört. Ich werde auch nicht irgendwie versuchen, da irgendwo was rein zu interpretieren, weil ich habe keine Ahnung, wo was hinkommt. So, eine Tüte. Also wenn das immer so verpackt ist, dass wirklich Einwander in einer Tüte ist, dann werde ich es, glaube ich, auch nicht irgendwie großartig aufmachen. Eine Tüte mit Teilen, die sehr, sehr groß sind. Ich nehme stark an, es ist für die Base. Denn da ist ja jetzt auch noch ein großer Standfuß mit dabei, der das ganze Modell irgendwie halten muss. Nehme ich stark an, ist dafür. Zumindest sieht es irgendwie danach aus, weil irgendwie was so geformt ist, kann, glaube ich, nicht
an das Modell rankommen. Dann im Prinzip dasselbe nochmal. Wie gesagt, immer noch. Ich denke, es ist für den Standfuß, jetzt muss ich mal gerade gucken, es ist beides 35 und es ist. Jetzt bin ich gar nicht so sicher, ich weiß nicht, ob man es lesen kann, was hier oben drin steht. Weil Mechanicore hat ja schon ein paar Modelle rausgegeben und es könnte sein, dass das für deren Kshatriya-Version gedacht war oder ist. Die hatten halt noch mal unter einem anderen Namen halt ein Kshatriya rausgebracht. Und ich glaube, der wurde so benannt. Bin mir nicht so ganz sicher. Dann noch mehr große Teile. Ich bin gerade auch ein bisschen am Plastik hier so am Durchgucken, von wegen ja, Castqualität. Also jetzt hier bei den großen Teilen sehe ich jetzt kein so großes Problem oder dass da irgendwie der Cast irgendwie ein bisschen schief läuft oder dass da irgendwo, ja, dass man halt irgendwie was sieht, von wegen, dass da irgendwas nicht so ganz sauber gelaufen ist, was jetzt hier irgendwo Dreck drauf, aber ich denke mal, das ist vernachlässigbar, wenn man ja sowieso irgendwie alles bemalt. So, dann hier nochmal. Also das sieht wirklich nach Standfuß aus, so viele Teile, wie jetzt da so irgendwie dran sind. Also das sind dann halt irgendwie diese Hauptplatten, die dann halt hier irgendwie die Basis an für sich bilden. Und das sind dann halt irgendwie die Seitenteile, die halt vorne und hinten alles dann nur ein bisschen, ja, ein bisschen abflachen. So. Es geht weiter damit, mehr. Noch mehr, noch viel mehr. Also, ich schätze mal, wie gesagt, die ganzen Gussrahmen sind allein nur für die Base. Dann ein weiterer Gussrahmen, wie gesagt, keine Ahnung, wozu der gut ist. Man sieht es ja durch die Teile ein bisschen halt abgeknickt, aber ich denke mal, das macht nichts. Da sehen wir aber einen leichten Gussgrat. Ich könnte mal gerade vielleicht ein etwas Plastik rausnehmen. Moment. Denn, also ich habe schon mal gelesen, bei den alten oder bei den vorherigen Kits, dass die Mechanicore-Teile irgendwie eine merkwürdige Textur haben. Und ich denke, ich weiß, was damit jetzt irgendwie gemeint ist. Also das Plastik ist jetzt nicht irgendwie schlechte Qualität oder sowas, sondern man sieht es, glaube ich, hier in der Kamera irgendwie nicht. Ich sehe es jetzt halt auch nur, wenn ich so ein bisschen ins Licht halt abkippe. Während Bandai-Kits oder ja auch irgendwie Warhammer-Kits ein sehr, sehr glattes Plastik haben, das halt wirklich glänzt, ist das hier eher, ja, es ist rau, es ist matt, was jetzt wahrscheinlich nicht schlecht ist, weil wenn man es halt zusammenbaut, hat man eventuell diesen komischen Plastikeffekt halt dann nicht drin. Also wer irgendwie schon mal
ja, halt ein Gundam out of the box gebaut hat oder irgendwie eins von meinen Tutorials mal gesehen hat, wo ich dann halt gesagt habe, okay, man kann das zwar out of the box halt bauen, um halt, halt ein bisschen realistischer vielleicht aussehen zu lassen oder nicht ganz so spielzeugmäßig aussehen zu lassen, dann halt irgendwie mit einem ja, Matt-Klarlack halt drüber, damit es halt ja, dass es halt nicht mehr so nach Plastik einfach aussieht. Und ich denke, Mechanicore produziert das Plastik schon so ein bisschen, dass es halt matt aussieht und nicht einfach irgendwie, ja, wie irgendwie mit Fett oder sowas halt eingeschmiert, dass es halt dann nicht ganz so stark glänzt. So sieht es zumindest jetzt für mein Auge halt aus, deswegen es hat halt eine raue Oberfläche, man spürt es halt, wenn man halt wirklich drüber geht. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, müssen wir dann halt gucken, wenn wir es zusammengebaut haben. Und ja, müssen wir halt schauen, inwiefern sich dann halt, wie auch dann halt Farbe sich dann drauf verhält, ob das jetzt gut hält oder schlecht hält. Muss ich schauen. Ich weiß halt auch nicht, ob da jetzt noch irgendwelches Trennmittel dran ist. Ich werde auf jeden Fall, wenn es denn ums Grundieren und Bemalen halt geht, werde ich auf jeden Fall die Teile gut einweichen lassen und nicht halt direkt einfach nur irgendwie in Spüli reintunken, ein bisschen abschütteln, in normales Wasser dann halt reintunken und dann halt trocknen lassen, sondern halt wirklich erstmal irgendwie mit hier mit Fensterreiniger und Spüli und warmem Wasser das Ganze wirklich mal für einen halben Tag oder sowas dann halt ein bisschen drin rumschwimmen lassen, dann vielleicht dann halt in klares Wasser dann halt geben. Aber schauen wir mal. So, wir haben weitere Tüten noch vor uns. Dann haben wir eine kleine Tüte mit Effektparts. Irgendwelches Beam-Gedöns. Dann eine Tüte für den Ausleger bzw. für den Arm. Für die Base. Ist eigentlich auch sehr, sehr cool gemacht. Halt mit den ganzen Pistons. Also da kann man auch noch ein bisschen mit den Pinsel ein bisschen schwingen. Und dann kommen hier die ersten bunten Teile in lustigem Babyblau. Weil hier würde ich dann schon fast sagen, ja, es sieht halt dann doch irgendwie ein bisschen nach, ja, nach Spielzeug halt aus. Selbst wenn es halt mattiert ist und so weiter. Aber man sieht halt hier ist dann wirklich dann der Ziegler. Also ich denke mal, das da sind halt wirklich so herkömmliche Sachen, die sie halt schon vorher produziert haben. Aber das hier sind dann Teile nur für das Kit. Und ja, so wie das hier aussieht, könnte das keine Ahnung werden. Es tut mir leid. Dann eine Tüte mit zwei Gussrahmen, allerdings auch hier irgendwie baugleich. Es könnte sein, dass die hier als Ersatz gedacht sind für irgendwie Parts, die halt hier schon drin sind, weil einige Sachen erkenne ich hier, die schon davor waren, auch halt hier diese Sachen. Kann natürlich sein, dass das irgendwie ein größeres Batteriefach dann drin ist und deswegen halt hier eine Aussparung drin ist oder ob die noch irgendwie zusätzlich gebraucht werden. Ich weiß es nicht. Halt die sind auf jeden Fall neu, aber halt hier die Sachen, die hat man schon halt irgendwie vorne also bei den anderen Gussrahmen gesehen. Dann ein weiterer Gussrahmen in Rot. Was mir ganz gut gefällt, ist halt hier diese Finnen. Die sind schon angespitzt und damit da nichts abbricht, ist das nochmal hier in Plastik, halt in so eine Blisterverpackung verpackt. Das ist eine coole Idee. Deswegen, ich weiß nicht, wie sie das dann halt machen, ob da wirklich noch einer ja, jeden Gussrahmen dann, oder halt diesen Gussrahmen dann jeweils noch rausholt und dann halt diesen Blister drum bastelt. Aber ist auf jeden Fall eine coole Idee und so sind die Dinger auch halbwegs geschützt, weil sonst, also wäre
da auf jeden Fall ein paar Unfälle und abgebrochene Antennen vorprogrammiert. Und eigentlich sitzen alle Teile, auch selbst das hier, was so ein bisschen gedreht ist, sitzt eigentlich noch relativ fest. So, und den Gussrahmen haben wir gleich zweimal, auch hier mit den zwei Antennen. Ich weiß nicht, ob man die doppelt braucht, aber macht ja nichts. Hat man sie halt doppelt. Dann ein grauer Gussrahmen mit Innerframe-Teilen. Auch hier sehr, sehr viele Details. Also da kann man sich auch noch ein bisschen mit dem Pinsel verlieren, um da irgendwie hier sämtliche Leitungen irgendwie eventuell in einer anderen Farbe zu machen. Bin am Überlegen. Ja, mal abwarten, wie extrem ich da werde. Könnte sein, dass das irgendwie so ein Projekt ist, was mich das ganze nächste Jahr irgendwie begleitet. Dann nochmal denselben Gussrahmen wie vorhin. Mehr in Blau. Mehr in Grau, auch hier wieder Innerframe-Teile und sehen halt hier mit Details, jede Menge Details davon. Ja, das ist cool. Oh, da hat sich ein Teil gelöst, aber wir finden es wieder, es ist von hier oben. Okay, macht aber nichts, es ist relativ sauber abgegangen, deswegen ist es halt auch gut, dass wirklich jeder Gussrahmen halt in einer separaten Tüte ist. Also es geht nichts verloren. Muss ich dann halt nur, wenn wir es halt dann ausschneiden, muss ich nur dran denken, dass halt da noch irgendwie ein Teil dann da rumfliegt. Ja? Dann, das ist derselbe Gussrahmen, nur dass halt hier das Teil dran ist. Ich halte immer schon hier irgendwie die Hand noch irgendwie davor, weil wir kommen jetzt so gerade an die Grenze, wo dieser Turm hier, ich glaube, so langsam ein strukturelles Versagen hat. So, vielleicht funktioniert es so irgendwie, weil gussrahmentechnisch sind wir eigentlich durch. Hier haben wir noch zwei Stück, wobei halt dann auch jeweils ja, derselbe ist. Deswegen legen wir den direkt schon mal beiseite. Und ich denke, das wird hier irgendwie für die Arme halt irgendwie werden, beziehungsweise für diese Hände. Und das hier irgendwelche Skirts von innen. Geil. Also, gusstechnisch finde ich das schon super. Es ist halt dann immer nur die Frage, wie viel. Ja gut, sehen wird man davon echt nicht viel. Da wird sich dann doch irgendwie die Clear-Version halt lohnen, sofern dann halt wirklich beides drin ist. Also beide Panzerungsmöglichkeiten. Ne? Also dass man dann irgendwie vielleicht so ein Halb-und-Halb-Modell machen könnte. Okay, das war Set A. Und ich versuche jetzt wieder alles hier reinzupacken. Und dann sehen wir uns gleich mit Set B wieder. So, und hier haben wir dann Set B, halt auch wieder eine, ja, eine kleinere Kiste, aber trotzdem, also das Format der Kisten ist Master Crate würdig. Also definitiv wesentlich größer als eine High Crate, Kiste. Ja, Master Crate kann ein bisschen größer sein, aber deswegen ist es dann ein bisschen höher, glaube ich. Aber von der Dicke her braucht die sich da auch nicht zu verstecken. Aber wie gesagt, Set B gleich auch wieder auf den Boden. Und dann schauen wir mal, was hier
so drin ist. Einmal in Silber. Ja, Teile für, ich glaube, hier wird irgendwie dieser Backskirt irgendwas gemacht. Auch hier ein paar lose Teile, die noch nicht ganz abgegangen sind, aber sich so langsam davon bewegen. Dann Runner für Hände. Unschwer zu erkennen. Dafür, dass es ein 1:100 Kit ist, sind die hier recht groß. Also das sind ja im Prinzip von der Größe her wirklich Perfect Grade Hände, wenn es sogar noch vielleicht sogar ein Stückchen größer. Aber das sind wirklich massive Hände. Es sieht so aus, als würden die sich bewegen. Ich bin mir aber nicht so ganz sicher. Also die haben zwar halt hier irgendwie so diese Gelenke, aber ich bin mir nicht so ganz sicher, ob die sich dann tatsächlich bewegen lassen. Also es sieht man... Nee, das ist angegossen, würde ich sagen. Aber man sieht hier auch, es ist ein bisschen... Da ist noch ein bisschen Gussgrat da. Gut, macht ja nichts, wenn die sich jetzt dann halt nicht so irgendwie greifen könnten. Deswegen zu beweglich mag ich die Dinger ja auch nicht. Sie müssen halt nur irgendwie was festhalten können, wenn sie denn eine Waffe haben. Aber wie gesagt, muss man halt schauen, weil diese Gussmethode hier, also das erinnert wirklich an diese vollbeweglichen Finger von ja, Bandai Kids, beziehungsweise halt auch von den Real Crate Inner Frames. Die haben ja halt auch diesen breiten Rahmen nochmal irgendwie drumherum und dann halt mehrere Angüsse. Hier sind halt wenig Angüsse, aber halt auch dieser komische Rahmen drumherum. Deswegen bin ich mir da nicht so ganz sicher, aber wenn ich halt so rangucke, dann würde ich sagen, das ist fest vergossen. Aber kann mich halt täuschen. Ich kann die jetzt halt schlecht rausnehmen. Dann Triebwerke in Silber. Also das ist alles... Plastik. Es ist zwar relativ schwer, aber es ist halt wirklich eher noch Kunststoff, also keine Metallteile. Aber es ist halt kein richtiges Shiny Chrom, also kein Maki, sondern ja, es ist halt einfach nur irgendwie Chrom. Rumgecastet, also nur irgendwie so eine ganz normale Farbe halt drauf, weshalb man das dann sehr wahrscheinlich nicht zwingend irgendwie erstmal entlacken muss. Keine Ahnung. Also dass dann halt sonst diese Chromschicht dann halt sonst runter müsste, sondern das ist halt einfach einfaches Plastik. Dann dasselbe nochmal. Also jede Menge Triebwerke. Noch mehr in hell. Diesmal sehr, sehr viele kleine Teile. Vor allem kleine Teile. Halt hier oben. Wo die alle hinkommen, weiß der Geier. Auch hier nochmal derselbe Runner. So, und dann kommen wir hier wieder zur Farbe. Wieder Babyblau. Und ja, große Teile. Ich denke mal, das wird halt auch irgendwo körpermäßig werden. Wahrscheinlich halt auch für Skirt Armor und ja, Hüfte. Das, was halt hier auf das Teil hier dann draufkommt, halt hier irgendwo drin steckt. Leider lässt sich das jetzt hier weniger gut stapeln. So, dann halt hier in Gelb sämtliche Lüftungseinlässe oder Triebwerksauslässe. Problematisch wird das hier irgendwie zu versäubern. Also da sieht man, da ist dann überall so ein kleiner Knubbel drin.
Was da, also es ist jetzt kein richtiger, irgendwas richtig Dickes, sondern wirklich auch nur irgendwie so als, ja, so ein Grat, so ein bisschen Flash, was da halt vorguckt. Ja, da muss ich halt gucken, wie ich das versäubert kriege. Da hilft wohl nur ein scharfes Messer. So, aber diesen gelben Gussrahmen gibt es dann auch noch mal hier. Also von hier hinten wird es vielleicht sogar besser gehen. Weil es ist halt wirklich hier, warum auch immer da so ein bisschen was stehen bleibt. Hier wird es halt auch ein bisschen frickelig. Deswegen, da geht es dann halt auch in der Mitte, wo dann irgendwie das Ganze dann irgendwie breiter wird und hier das so zu, ja, ein bisschen schließt. Ja, deswegen da ist der Cast auch nicht so ganz sauber, würde ich sagen. Aber es geht, also es müsste machbar sein, dass man das dann irgendwie versäubert bekäme. So, dann in Grau. Wieder irgendwelche Teile, die irgendwo rankommen. Auch hier wieder mit jede Menge Details. Lege die mal hier hin, wenn man dann die hier immer noch irgendwie zusätzlich sieht, aber ich will das jetzt nicht dahin stellen. Derselbe Gussrahmen nochmal. Also ich nehme mal an, alles was irgendwie so doppelt ist, wird irgendwas Arm- und Beinmäßiges zu tun haben. Oder halt auch das Backpack, das hat dann auch irgendwie ein Mittelteil und dann irgendwie, glaube ich, noch zwei, ja, Triebwerksteile, die dann halt auch irgendwie, ja, gespiegelt eigentlich sind. Braun. Okay. Keine Ahnung, wo was Braunes da in dem Kit dran ist, aber wir haben hier irgendwas in Braun. Halt hauptsächlich hier irgendwelches Piping. Aber keine Ahnung, wo die jetzt rankommen. Sieht man auf dem großen Bild, glaube ich, eher weniger. Dann hier wieder blau. Ja, das hier könnten irgendwie vorne, irgendwie am Cockpit irgendwas sein. Oder deswegen, das hier ist dann eher für hinten, fürs Backpack. Vielleicht. Weil das da könnte man eher hier von der Brust irgendwie die Einlässe oder halt die äußere Panzerung für diese gelben Teile hier sein. So, jetzt wird es dunkel. Das ist, glaube ich, dieses zusätzliche Set, was halt in Schwarz ist. Und das gleiche gibt es halt in Dunkelblau. Also ich nehme stark an, dass bei der Clear-Version der Gussrahmen halt nicht schwarz ist, sondern halt einfach klar. Und es den hier, den normalen, trotzdem immer noch dazu gibt. Denke ich mir mal. Deswegen ist jetzt halt auch mein erstes Mechanic Core Kit. Und wie gesagt, ich wollte jetzt dann halt dann doch eher das komplett bemalen. Aber wenn man sich halt wirklich anguckt, was da an Innerframe-Sachen irgendwie dabei ist, wird sich wirklich rentieren, eine Clear-Version oder halt ja, Clear-Version Panzerung irgendwie dann halt doch zu bestellen. Aber wie gesagt, ich glaube, die sind jetzt halt eh ausverkauft und nochmal das Geld will ich jetzt auch nicht ausgeben. Also ich bin eigentlich glücklich so, wie es jetzt ist. Und ja, wer halt eine Clear-Version halt hat, der kann damit dann noch ein bisschen angeben, wie das dann halt unten drunter aussieht. Mir ist es eigentlich auch eher egal, weil das ist jetzt eh für mich und ich weiß ja, was unten drunter ist. So, dann noch mehr blau, also hier babyblaue Teile, wo auch immer die hinkommen.
Auch diesen Gussrahmen gibt es doppelt. Ich weiß nicht, wie viele Teile wir nachher übrig haben bei so vielen doppelten Gussrahmen. Dann wieder grau. Auch hier sehr, sehr große Teile, aber mit sehr, sehr vielen Details. Also hier kann man dann auch wieder pinseln und versuchen, möglichst viele Details irgendwie rauszuholen. Wir mal sehen, wie ich es bemale. Wie gesagt, ich hab's eventuell vor, halt wieder so Sesebi Shinenju Rot-Schwarz-Mischung hätte ich Bock drauf. Allerdings mit einem goldenen Innerframe. Aber je nachdem, wie viele Details drin ist, macht fast eher ein normaler Innerframe irgendwie in Stil oder Gunmetal dann halt eher Sinn und dann halt wirklich die Details irgendwie rauszuarbeiten. Aber schauen wir mal, was wir da halt machen. Kommen wir aber hier weiter. Blau. Blauer Gussrahmen. Auch hier null Ahnung, wo was hinkommt. Dann in Off-White, also eher so Eierschalenweiß. Auch hier irgendwie kleine Teile. Irgendwelche länglichen Teile. Irgendwelche runden Teile, die vielleicht irgendwo dann ans Triebwerk, so als Innenleben gedacht sind. Ja, und dann der ganze Runner halt nochmal. Also auch davon zwei Gussrahmen, wo auch immer diese Teile dann drankommen. Wie gesagt, ich nehme stark an für Arme, Beine und dieses Backpack. Okay, das war dann Set B. Wir sind also halb durch und ich packe jetzt wieder alles ein, wie gehabt, und dann sehen wir uns gleich mit Set C wieder. So, kommen wir zu Set C. Auch hier wieder selbe Größe von der Kiste. Und ich denke mal, es wird ähnliche Anzahl an Gussrahmen sein, denn vielleicht ist auch das ein oder andere LED-Teil mit drin, man weiß es nicht. Weil irgendwann müssen die ja auch irgendwann kommen. Okay, dann, ja, anders als bisher gedacht, jetzt hat sich meine Kamera verstellt. Die Klorolle kann mal aus dem Bild so halbwegs. So. steht halt hier alles rum. Hier ist es die Panzerung für dieses komische Backskirt-Silberteil. Haben wir halt hier. Also ist eine gute Handvoll. Kann man auch irgendwie als Maus eventuell benutzen. Weitere Teile, die irgendwo rankommen. Innerframe-Teile, das könnten Teile für die Hüfte werden, wo dann die Beine eingesteckt werden. Zumindest sieht es so danach aus. Oder halt für Schultern, glaube ich, eher weniger. Aber ich denke, es wird so dieses handelsübliche Gunpla Hüft- und Beinsegment halt werden, dass halt das irgendwie zwei Hälften sind, die dann irgendwie zusammengesteckt werden und dann halt die Beine da dran gepömpelt werden. Ja, aber vielleicht ein bisschen schmal, aber schauen wir mal. So, dann in dunkelblau Teile, die irgendwo hinkommen. Halt alles Panzerung.
Der gleiche Gussrahmen nochmal, also nehme ich stark an, das ist alles jetzt auch eher für Beine, weil das ist schon, das sind große Teile. Deswegen nehme ich eher an, das ist halt alles für die Beine, die dann eh immer, ja, die bei den Bausätzen eigentlich immer ein bisschen größer und ausladender sind als andere Teile. Deswegen nehme ich stark an, das kommt dann irgendwie dahin. So, dann zwei Gussrahmen in einer Tüte, die aber identisch sind, mehr oder weniger, bis auf das da oben. Wobei, nee, das ist einfach nur separiert. Also, glaube ich, derselbe Gussrahmen mit irgendwelchen Sachen. Also, ich nehme an, das sind also keine. Also, es sind nicht Polycaps, aber sie werden die Aufgabe davon erfüllen. Also irgendwie einfach als Gelenke, wo dann irgendwie ein Pin halt reingesteckt wird, damit das dann irgendwie hält. Aber wie gesagt, ich will da jetzt auch nichts aufmachen. Ich nehme stark an, es ist das normale Plastik, kann aber auch sein, dass es halt doch mal irgendwie ein bisschen was Weicheres ist, damit das ein bisschen besser hält. In beige. Irgendwas Innerframe-mäßiges. Es könnte sein, dass das fürs Backpack ist. Also, wenn ich mir jetzt halt hier so diese Teile hier angucke. Könnte passen. Sicher bin ich mir nicht. Gelb, ja, für irgendwelche Pistons hier reinzustecken. Also Hydraulik-Sachen. Den gibt es dann auch ein zweites Mal. Inner Frame. Es könnten Füße werden. Ich frage mich zwar, warum man dann ja, für Füße extra ein Inner Frame braucht, aber es scheint es dann zu geben. Aber es könnte auch irgendwas anderes werden. Denn das Ganze gibt es nochmal. Also werden es wohl keine Füße sein, es sei denn, man hat die hier übrig. Was von der Form her könnte es passen, von der Größe vielleicht auch. Aber es macht halt wenig Sinn, wenn er vier Füße hat. So, dann mehr dunkelblaues Plastik. Auch hier keine Ahnung, wohin es kommt. Deswegen, ich denke immer noch, das hier ist irgendwie fürs Backpack. Irgendwie alles, was länglich ist, könnte ans Backpack kommen. Aber es kann auch. Ja, aber es ist sonst nichts irgendwie längliches da, was so diese Größe hat. Oder es hat, der hat lange Oberschenkel. So, dann halt hier wieder. Ja, ist es beige? Ich denke, das ist wie irgendwas. Ja. Nee. Keine Ahnung, wohin irgendwas kommt. Wenn es jetzt ein Double O Gundam wäre, würde ich ja sagen, dass hieraus wird irgendwie ein Kopf, aber wird es wohl nicht. Das hier finde ich halt ganz cool. Werden wir sehen, was es wird. Aber das gibt's nochmal. Babyblau, äußere Panzerung. Auch spannend, wohin das kommt. Aber das könnten fast dann irgendwie schon Arme werden. Also zum Teil, ich denke mal hier diese Teile. Aber auch da wären das etwas viele.
denn den Gussrahmen haben wir auch noch mal. Und dann haben wir halt hier wieder Innerframe. Allerdings halt hier mit weniger Details, allerdings halt mit einigen Panel Lines oder halt sonstigen Sachen, hier irgendwelchen Rippen. Auch hier irgendwie eventuell was Hydraulisches, was da noch reinkommt. Und dann hier mehr in dunkelblau, auch hier, keine Ahnung, halt sehr, sehr lange Teile. Nach wie vor meine beste Schätzung, Backpack. Weil irgendwo müssen die Zentimeter ja herkommen. So, und das Aha ist das hier. Unschwer zu erkennen, ist es nicht Plastik. Wir haben hier Metall. Wir haben hier ein USB-Kabel. Wir haben hier eine Schaltung. Wir haben noch mehr irgendwelche Metallstangen, die leicht verbogen sind. Wo auch immer die hinkommen. Wir haben hier noch mehr Metall, Metallplatten. Ja, man sieht es nicht. Es ist außerhalb der Kamera. Ich habe halt nicht mehr genug Platz. Also wir haben halt hier größere Metallstäbe jetzt halt nicht, aber längliche Platten, noch längere Platten, kürzere Platten, ja, irgendwelche Stangen, die Schaltung, was auch immer das ist. Es sieht irgendwie auch aus, was man da halt anschließen kann, und USB-Kabel. Galaktisch. Allein das Ding wiegt ein halbes Kilo. Jo. Ist ja nett. Und das wurde etwas früher produziert. Na gut. Das war Set C. Das heißt, nur noch ein Set und dann sind wir durch. Gott sei Dank. Und dann muss ich gucken, dass ich das alles hier irgendwie zusammengeschnitten bekomme. Aber das machen wir dann halt gleich. Ich packe wieder alles ein und wir sehen uns dann gleich bei Set C. So, natürlich kommt nicht Set C, weil Set C hatten wir ja eben schon. Es ist Set D. Ja, man sollte sein ACX ja auch kennen, ne? Ja, gut. Set D. Hier müsste wirklich alles andere drin sein. Also Plastik müssten wir ja jetzt schon fast so weit durch sein, bis auf vielleicht hier Effektparts. Und ja, keine Ahnung, vielleicht noch ein paar andere Sachen, aber mir fehlen jetzt wirklich irgendwie diese ganzen LEDs und die Anleitungen und die Decals und weiß der Geier was. Das soll jetzt noch alles halt hier drin sein. Es ist schwer, oder was heißt schwer? Es ist mehr oder weniger genauso schwer wie die anderen auch. Moment, es steht ja hier überall drauf. Ja, gut, die, also A und B waren leichter mit so knapp 2 Kilo. C waren jetzt halt auch 2,3. E hat auch 2,3 Kilo. Okay, dann schauen wir mal, was drin ist. Wieder auf den Boden. Ah, okay, ja, ja, ja. Wir haben etwas eingeschweißtes Photo-Edge Parts. Ich denke mal die Anleitung, die Decals und ja, die werden wir wohl nicht auf Rot machen können. Deswegen, ich glaube, Blau auf Rot, das beißt sich ein bisschen. Das machen wir dann später auf, wenn wir halt den ganzen Rest durch haben. Dann machen wir hier auch nochmal ein detailliertes kleines Unboxing von dieser Tüte. Aber
machen wir erstmal die anderen Tüten hier durch. Effect Parts. Einmal in Clear, Orange, Gelb, was auch immer. Und einmal in Weiß. Hier wird auf jeden Fall mal der Kopf draus werden. Herkömmliches Plastik in Grau, weiterhin für irgendwelches Innerframe-Gedönse. Ja, irgendwie. Ich muss gerade etwas umsortieren, weil sonst wird das hier nicht so funktionieren. Wir werden wieder zwei Stapel brauchen. Effect Parts in Grün. Ein ziemlich langer Beam. Innerframe-Teile. Die Teile hatten wir auch schon gesehen als äußere Panzerung. Deswegen nehme ich mal an, die kommt dann hier drauf, auch wenn ich nicht weiß, was es wird. Mehr in Weiß, beziehungsweise in diesem Off-White. Das ist kein richtig strahlend Weiß, wobei es sehr, sehr dicht dran kommt. Es ist schon hell, aber jetzt wirklich nicht so, ja, vielleicht nicht ganz so extrem, wie es jetzt wirklich hier im Film oder auf Video halt ist. Sondern, ja, etwas dumpfer. Und, ja, hier gibt es eine sehr billig gestaltete Figur. Sieht von den Proportionen her etwas merkwürdig aus. Er ist etwas, für die Größe etwas zu groß oder halt der Kopf ist zu groß. Irgendwas stimmt da nicht. Das kann Bandai dann tatsächlich besser, irgendwie die Figuren zu, ja, halt zu machen. Also er sieht irgendwie ein bisschen, keine Ahnung, ein bisschen affig aus. Irgendwas, deswegen von den Proportionen stimmt das irgendwie hinten und vorne nicht. Und da der so hübsch war, gibt es den halt nochmal. Deswegen hat der ganze Gussrahmen halt zweimal, samt hässlichen Piloten. Dunkle, schwarze Teile. Ich weiß jetzt nicht, ob das die auch zu den Bonus... Ach nee, das hier ist die Waffe. Das ist dieser... Was ist es? Grenade Launcher. Kann man wohl hier dran erkennen. Ich habe schon gerade gedacht, ob das halt zusätzliche, von dieser zusätzlichen Panzerung ist, weil das dieselbe Farbe ist. Ah, okay. Das Ganze gibt es auch in Blau. Okay. Warum auch immer. Also, ne, das ist deckungsgleich. Nur einmal in Blau, was allerdings wenig Sinn macht, wenn es denn halt wirklich die Waffe ist. Aber ich nehme stark an, das hier sieht waffentechnisch irgendwie aus. Halt so das Griffstück und hier der Lauf. Warum es den zweimal gibt, ich habe keine Ahnung. Sinn macht das, weniger Sinn macht das, es sei denn, man sieht viel vom Lauf, dann macht das schon ein bisschen Sinn, wenn man es halt irgendwie zweifarbig hat. Aber ja. Also für Griff ist das sinniger. So, dann haben wir hier noch Teile in Schwarz. Ich denke, das ist aber Bonuspanzerung. Ja, ich glaube, die hatten wir im ZC in Blau, wenn mich nicht alles täuscht. Zumindest sind das die Teile. Ja, genau, das sind, müssten dann für die Schultern irgendwie sein. Habe ich da nicht auch irgendwie gesagt, von wegen, nee, es wäre für Beine. Aber es sieht nach, dann irgendwie eher nach Schulterteilen aus. Natürlich gibt es den auch doppelt. Inner Frame. Diesmal wieder mit vielen Details, aber auch hier bisher keine Ahnung, wo da was hinkommt. Das Problem ist natürlich auch bei dem Innerframe, da muss ja auch noch Platz sein für die Kabel bzw. für die LEDs.
Deswegen ist es halt dann auch irgendwie ein bisschen irritierend, wenn jetzt hier irgendwo ein Loch drin ist, wo man dann halt meint, okay, das ist irgendwie für ein Gelenk und dann kommt da noch irgendwie was rein. Es kann natürlich auch sein, dass es einfach nur eine Durchführung fürs Kabel ist. Oh, mehr Teile in Schwarz. Auch die waren jetzt, glaube ich, im Set C mit drin, weil die Teile, an die kann ich mich erinnern. Die waren da halt auch in Blau. Das sind jetzt dann halt die schwarzen. Mehr graue Teile. Große graue Teile. Halt da jetzt weniger mit Details, aber halt, wie gesagt, hier mit diesen ganzen Löchern. Keine Ahnung, ob das halt nicht einfach wirklich irgendwelche durchreichend sind fürs Kabel. Aber ich glaube nicht, dass da viel, na gut, bei einigen wird dann schon noch irgendwie die Panzerung dann drauf gesteckt werden, aber dass dann doch einiges einfach nur eine Kabelführung ist. Dasselbe Teil nochmal. Mehr Panzerung in Schwarz, wobei ich jetzt hier bei dem hier nicht so ganz sicher bin, ob wir das schon in Blau hatten. Weil das sagt mir jetzt so gar nichts. Bin ich mir nicht so ganz sicher, ob wir den schon in Blau hatten. Weil, also, mir sagen die Teile hier nichts. Das hier ja. Aber keine Ahnung. Keine Ahnung von mir. So, aber. Na gut, die hatten wir noch nicht, weil es später kommt. Weil jetzt haben wir hier nochmal dasselbe, also denselben Gussrahmen nochmal in Schwarz. Und ja, halt den Gussrahmen, wo ich jetzt gedacht hatte, den wir halt noch nicht haben, aber den es eigentlich ja geben muss. In dunkelblau. Das ist er. Und wie gesagt, das sind dann halt entweder dunkelblau oder schwarz. Kann man dann wählen. Und wie gesagt, Clear Version wird wohl halt die schwarze halt clear sein und das hier dann trotzdem immer noch dabei sein. So, das Ganze, wie gesagt, zweimal. Das Schwarze gibt es auch zweimal. Und genau das hier, das hatten wir im letzten Set gehabt, nur halt hier dann in Schwarz. Vorher war es blau. Und dann haben wir halt hier LEDs, Widerstände. Ach, Alarm. Muss ich ja selber löten? Oh Gott. Ja. Irgendwas. Irgendwelche Pins. Sieht eher aus wie für irgendein IKEA. Für ein IKEA-Modell. Irgendwie wohl der ZMS Björn. Dann halt hier, ja, wie gesagt, alles viel, 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 viel Strom. Da kriege ich schon Panik vor. Eieiei. Also wenn ich löten muss, dann ist Ende. Dann muss ich jemanden fragen, der sich damit auskennt. Ich habe gedacht, es wäre soweit fertig. Also das hier ist ja, macht mir schon Angst. Kabel und so. Oh Gott. Naja, wir werden es sehen. Aber das war jetzt alles in Set D drin. Und hier fliegt irgendeine Mücke rum. Okay. Und dann würde ich sagen. Mache ich nochmal einen Cut und wir sehen uns dann gleich mit dem hier wieder mit der Anleitung und allem anderen. Okay, so alles hier aus der kleinen Tüte halt ausgepackt und ja, jetzt können wir hier mal durchgucken. Was denn noch in dieser, ja, in dieser Dokumententüte drin war. Also einmal, wie gesagt, die Photo-Etched Parts habe ich bisher noch nie verwendet. Also wird das hier auch eine Premiere. Und
Wie hält denn das da überhaupt da drin? Bin ich jetzt blöd? Hä? Also ich habe jetzt irgendwie gedacht, es müsste doch hier irgendwo eine Verbindung geben, die irgendwie diese Teile hält. Aber ich sehe keine. Das ist strange. Oder halten die jetzt nur, weil das jetzt hier eingeschweißt ist? Das kann natürlich sein. Weil ich sehe absolut nicht, dass da irgendwo. Weil ich hätte jetzt halt auch gedacht, dass es ähnlich wie beim Gussrahmen, dass dann zumindest hier irgendwie oder da noch irgendwie ein kleiner Verbinder ist, der das dann hier in diesem Rahmen hält. Aber ich sehe nichts. Ich sehe da nichts. Das ist komisch. Aber okay. Also wenn es wirklich nur jetzt hält, weil es hier sehr, sehr eng eingeschweißt ist. Ah nee, es ist irgendwie fest, aber ich habe keine Ahnung wie. Das ist Magie. Keine Ahnung. Wie gesagt, Photo Etched. Noch nie benutzt. Wird also Premiere, wird also ziemlich in die Hose gehen. Dazu kommen wir dann gleich. Dann Souvenirs for the Premium Version. Achso, ja, okay, das sind die zusätzlichen Gussrahmen. Okay, hier sind sie dann nochmal bezeichnet, aber das hatten wir jetzt dann auch schon soweit durch. Wie gesagt, was man sich jetzt dabei denkt, keine Ahnung. Gut, haben wir die halt auch. Und das sind halt dann, wie gesagt, nochmal. Die Teile werden dann wohl in der Clear-Version halt auch irgendwie da sein. Wobei hier die Waffe dann noch weniger Sinn macht. Also weder in Blau noch in Clear irgendwie Sinn macht. Alles andere okay, aber das macht dann gar keinen Sinn. Und ein großer. Ein großer Bogen mit Waterslide-Decals. Samuel Decal hat auf jeden Fall auch noch welche dazugelegt, die diese, ja, diese Sieg-Sachen, glaube ich, halt annulliert und halt Sion halt draus macht. Plus halt noch irgendwie ein paar Char-Decals. Schauen wir dann mal. Aber das sind halt die regulären. Ein großer Bogen. Qualität, keine Ahnung. Muss ich dann halt schauen, wenn dann wohl irgendwie eher mal mit so einem kleinen hier anfangen, wie die sich denn dann da verhalten. Aber bis es soweit ist, also ich denke mal, wir sehen uns da zum Decalen dann in einem Jahr. So, dann haben wir halt hier Notes to Product nochmal eine Tüte mit den Camouflage Decals. Hier sind die dann anscheinend so ein bisschen benannt, wie wo und wie die hier aufgeklebt werden. Und so sehen die dann aus. Das sind mehrere Bögen. Gucken, ob ich die so rausbekomme und auch wieder so reinbekomme. Also das ist die Anleitung, wie die dann zu verarbeiten sind. Also es sind schon große Teile, aber es geht. Also es ist jetzt nicht so, dass dann ein Riesendecal für irgendwie ja ein großes Teil dann da ist. Also da hat man schon irgendwie für ein großes Teil dann doch irgendwie mehrere. Muss dann aber trotzdem ein bisschen aufpassen, dass die, wo dann halt hier wirklich so ein Stoß dran ist, dass man die dann auch genau trifft. Gut, aber wie gesagt, ich bin mir nicht so ganz sicher, ob ich die halt verwende. Also mit dem Farbschema, was ich dann im Kopf habe, wird sich dieses Blau beißen. Das Schwarz wäre okay. Aber halt hier das Blau, das macht mir dann
etwas Sorgen, also das passt nicht zum Rot. Wie gesagt, das Schwarz wäre okay. Aber, obwohl, ist auch ein bisschen, deswegen auf dem Knallrot ist es halt auch nichts. Und dann haben wir halt hier, keine Ahnung, das ist nochmal ein extra Teil für die Schultern. Wie gesagt, ich bin mir halt noch nicht so ganz sicher mit dem Farbschema. Und dann halt hier nochmal in Blau. Und das ist dasselbe. Nee. Deswegen bei den Camouflage-Sachen sieht alles halt sehr, sehr, sehr ähnlich. Ja, ist dann halt die andere Seite. Soweit, so gut mit Decals und den Photo-Etched Parts. Und jetzt kriege ich es hier nicht mehr rein. So, es geht. Es geht, es geht. Das kommt in den Müll. Also ich denke, wenn ich es so mache, wie ich es vorhabe, werden wir wohl eher die normalen Decals verwenden mit wahrscheinlich dann den von Samuel. Und ich denke, das würde ansonsten soweit passen, wenn ich es dann halt rot-schwarz irgendwie mache. Aber wir schauen. So, und dann hier das Buch der Anleitung. Instructions. Hier nochmal sämtliche Teile. Also alle Gussrahmen, also irgendwie das Toilettenpapier will irgendwie ins Bild. Ja, also alle Gussrahmen hier nochmal ausgelegt. Die haben wir alle besprochen. Und dann halt hier nochmal die ganzen Kleinteile, die wir jetzt nicht ausgepackt haben. Hier dann auch die Anzahl der Batterien, die wir benötigen. Also CA1632, ich hoffe, die findet man hier. Und AG9, was auch immer das für Batterien sind. Naja, gut. Ja, der ganze Kram, dieser ganze Kram. Die LEDs. Die Schaltungen. Ja, okay. After sale, before shipment, the product has passed many quality management assurance procedures, as well as the integrity of the full contents of it. Also, es scheint alles da zu sein. Ich habe jetzt nichts hier irgendwie abgehakt oder sonst irgendwie was, aber es sieht so aus, als wäre alles da. The totally for product inspection sticker inside the product being posted clearly on lighting and metal accessories pack two pieces. Instruction manual and decal pack main gift box. The evidence the product will implied is fully accepted by customer as long as the complaint request is heard after the expiry date above 2. Then the after-sale warranty is termed as discharged accordingly. Okay. Ja, deswegen hatte Samuel eigentlich auch gesagt, man sollte es auf jeden Fall direkt dann halt prüfen. Und wenn irgendwie was fehlen würde, kann man es dann halt bei ihm direkt dann bemängeln. Aber ich habe jetzt so nichts gefunden. Die Teile scheinen auch zu passen. Also die Teileanzahl. Und ja, denke ich mal, müsste das so funktionieren. Okay, dann hier Assembly Instruction. Assembly Sequence. Zuerst gelb, dann rot, dann blau, dann grün, dann blau. Ah ja, okay.
Und da fängt es dann schon direkt mit LEDs an. Um Gottes Willen. Ach, das sind keine. Ah, nee, das sind da gar keine Widerstände. Das sind Mini-LEDs. Die Dinger, das sind Mini-LEDs. Die müssen wir dann halt hier kürzen auf 6,5 mm. Oh Gott, muss ich das noch rausmessen. Ja, 6,5 mm biegen, da reinstöpseln. Und dann hat man eigentlich schon das Monoei oder auch nicht. Keine Ahnung. 1,4 ist irgendwas anderes. Jo. Keine Ahnung. Irgendwas. So, und dann halt hier. Muss das geklebt werden? Weiß der was? Wer? Wo? Wie? Okay. Wir werden Spaß dran haben. Okay, also das ist das Teil, was wir halt hier gebaut haben. Das ist das Teil, was wir hier gebaut haben. Und diese Verkabelung. Heißt das, dass das Kabel, was hier dran ist, da drauf geht? Na gut. Auf jeden Fall wird das das Mono-Ei werden. Ah, und der sitzt dann da drauf. Aha. Okay. Also jetzt leuchtet dann. Das leuchtet das Cockpit an? Kann das sein? Also hier irgendwie, das wird das Mono-Ei, das ist das Cockpit. Das Ding leuchtet hier und das leuchtet nach vorne. Grundgütiger. Ja. Das wird lustig. Das wird lustiger. Okay. Das sind die Photo-Etched. Das sind die Photo-Etched Parts. PE 1. Möchte ich die? Ja. PE 01 6 6 6 6 6 6 das da, ja, die deswegen, ja gut, deswegen hier irgendwie Kleber, also das sind die Foto-Edge-Teile, die müssen halt geklebt werden. Okay, das macht dann halt Sinn, deswegen hier, also deswegen kam ich gerade drauf. Ja. Das heißt, die werde ich wohl erstmal gar nicht verwenden, weil das wird ja noch bemalt. Also kann ich noch nichts da drauf kleben. Ja. Oh Gott. Oh Gott. Also nicht nur, dass ich das ja jetzt dann einmal pre-bilde. Ich weiß noch nicht, ich glaube, ich lasse auch die LEDs erstmal weg. Macht das Sinn, wenn ich die LEDs erstmal weglasse? Ich habe nämlich dann Angst, dass. Naja, nachher kriege ich dann irgendwie Teile nicht auseinander. Also, na, es ist jetzt halt so die Frage, wenn ich die jetzt halt einbaue, könnte es halt sein, dass mir dann irgendwie LED kaputt geht oder sich eine Lötstelle löst. Oder sonstigen Blödsinn halt macht, was, denke ich mal, weniger vorkommen sollte, aber möglich wäre. Auf der anderen Seite, wenn ich es jetzt halt nicht schon mal irgendwie im Pre-Build einbaue, könnte es sein, dass ich jetzt irgendwie Teile, sagen wir mal, zusammenlasse und deswegen dann die Kabel dann nicht mehr reinbekomme. Jetzt halt zum Beispiel hier irgendwie dieser komplette Block. Wenn das momentan irgendwie einfarbig ist und da jetzt nicht irgendwie noch Farbseparierung durch die einzelnen Teile irgendwie vorgenommen wird, dann will ich es halt eigentlich auch gerne zusammenlassen und das dann halt komplett bemalen, sofern es dann halt Sinn macht. Und das dann halt zusammenlassen und dann, ja, kriege ich es später nicht mehr auseinander, wenn es bemalt ist. Dann kriege ich die LEDs nicht rein.
wenn es halt dann die LEDs drin sind, dann ist es halt auch ein bisschen blöd zu bemalen, wenn die zusammen sind. Also, wie man es macht, ist es falsch. Wir werden es sehen. Assembly Instruction. Es wird nicht besser. Es wird nicht besser. Ich habe da. Ich schiebe gerade große Panik. Okay. Die Teile kommen hier dran. Also wie gesagt, das sind. Da lag ich schon mal richtig mit Backpack. Ja. Also ich bin gerade etwas sprachlos. Ich habe da jetzt gerade einen Heidenrespekt. Heidenrespekt, das zu bauen. Okay, also die scheinen doch beweglich zu sein. Ja gut, müssen sie ja auch. Die müssen halt die Waffen halten können. Und ich hatte jetzt nicht irgendwie eine andere Hand gesehen, die irgendwie, ja, halt die Triggerfinger oder irgendwie haltende Hand irgendwas ist. Also die sind dann doch beweglich irgendwie. Bin ich mal gespannt. Wir fangen irgendwie mit etwas Einfachem an. Hier irgendwas Einfaches? Nee. Ja, doch halt hier irgendwie so ein Triebwerk zusammenbauen, deswegen ist ja auch mit LEDs dran. So, nee, das ist gar nicht. Also, das ist. Ja, die Richtung stimmte. Also, es ist relativ weit unten. Das sind nicht die Füße, sondern halt hier diese Seitenpanzerung. Vom Fußgelenk. Mehr oder weniger Fußgelenk. Dafür sind die da. Okay. Weil die Füße sind so. Sind eher schmal. Hier, ne? Also da kommen diese Teile dran. Also wenn wir so weit sind wie hier, dann sollte das hier auch kein so großes Problem mehr werden. Für den ganzen Rest. Ach Gott, die Waffe hat auch LEDs. Ach ja, deswegen brauchen wir die Batterien. Okay. Würde das Sinn machen, die zuerst zu bauen? Weil das sieht irgendwie so danach aus, als könnte man das relativ einfach handeln. Gott, der Speer leuchtet auch. Oh je. Oh je. Aber gut, da brauche ich zuerst die Batterien. Ist das so gebaut, dass man da dran kommt? Naja, doch. Könnte gehen, deswegen, das ist hier im Prinzip in einem Batteriefach. Das kann man dann abziehen, so Gott will. Brauche ich nur die Batterien für. Das hier ist dann halt die eigentliche Halterung. Halt hier, dieses Metallgebilde. Und das kommt dann einfach nur, nehme ich mal stark an, einfach nur Plastik drumrum. Das ist die eigentliche Halterung. Ist aus Metall. Hat auch. Nee, das ist nicht aus Metall.
Das waren Plastikteile. Aber die Teile sind aus Metall. Die halt dann auch nochmal hier außen rum kommen. Also es hält, wird sehr wahrscheinlich ganz gut halten. Also muss, deswegen ist es ja einiges, was an Gewicht dann da drauf liegt. Ja, und hier, wie gesagt, das wird dann halt die Base. Auto Mode. Power on automatically when someone approach. Aha. Power Switch. On, off und Auto. Cool. Das ist halt dieses Teil, wo ich nicht wusste, wozu es gut ist. Also damit schaltet man im Prinzip die kompletten LEDs an. Also vom Suit an sich, außer die Waffen. Die Waffen sind separat. Und hier ist wohl anscheinend ein Bewegungssensor oder sonst irgendwie was halt davor. Und dann schaltet der an, wenn dann irgendwie einer davor steht. Ah, ja, mal gespannt. Ist aber auf jeden Fall lustig. Ja, und gespeist wird es halt durchs USB. Okay. Powerbank, Power Adapter, Computer. Ist halt die Frage, kann man, ja, je nachdem, was dran ist, dass man das dann halt sonst an normale Steckdose halt anschließen kann. Das müsste gehen, oder? Also wenn man es dann irgendwie, weiß ich jetzt halt nicht, was da jetzt dann dran ist, weil da jetzt also sich hier ein Handy-Ladegerät, ein altes, also jetzt nicht so ein Schnellladegerät, sondern ein altes Ladegerät dranhängt. Könnte das funktionieren? Ich weiß es nicht. Das wäre sonst ein bisschen schade. Ah, den Kopf kann man auch abnehmen. Dann kann man hier, dafür sind diese Effektparts da. Und dafür ist dieses Kabel dann auch da. Okay. Deswegen hier ohne Beine finde ich es ein bisschen witzlos. Nur wie das mit den Händen und Unterarmen hier funktioniert, weiß ich halt auch nicht. Ich hätte gerne fast beides irgendwie. Halt die normalen Hände und dann halt irgendwie die hier. Oder halt irgendwie eine Hand so, die andere Hand so. Wenn möglich. Aber dann habe ich halt, deswegen ist es immer wieder so blöd mit den Waffen. Er kann halt immer nur eine, oder eine macht halt irgendwie Sinn. Beides ist ein bisschen übertrieben. Aber geiler Scheiß. Ach so, Moment. Plöp, plöp. Irgendwie hat sich da irgendwie was bewegt. Oder ist das jetzt nur die Hand an sich, dass es nur gezeigt ist? Also, dass es keine Transformation ist, sondern jetzt nur. Es bewegt sich nach da, nach da, nach da, nach da. Weil das finde ich jetzt halt auch mit diesem Kabel, weiß ich ja halt nicht, das bin ich halt auch nicht so der Freund von, aber ich hätte irgendwie gerne wirklich eventuell wirklich der rechte Arm, die rechte Hand normal und den linken halt eher hier so. Ne? Und dann halt den Speer dahin. Und dann, wenn es geht, vielleicht den. Ja gut, das kann man ja dann auch noch irgendwie extra halt machen. Extra hinlegen. Deswegen ist es halt immer blöd, dass es halt bei vielen Kits keine Möglichkeit gibt, irgendwie eine Waffe irgendwie separat nochmal irgendwie dran zu machen, wenn man sie halt nicht in der Hand hält. Sonst wäre das cool. Okay, wir sind durch. Hier nochmal sämtliche Spezifikationen mit sämtlichen Teilen und hast du nicht gesehen. Eieiei, gut. Wir werden damit anfangen, und zwar wohl direkt morgen. Ei, ich weiß nämlich wann. Ich werde es streamen. Ich werde heulen. Wenn wir hier mit dem Kopf anfangen. Steht da überhaupt dabei, welche Teile wir brauchen? Nee, das müssen wir dann raussuchen, oder?
Das ist nicht so gut. Das ist doch nicht so gut. Deswegen ist, ich hätte jetzt noch gedacht, dass es eine Übersicht gibt, welche Teile wo sind. Wobei, ja gut, sie sind nummeriert. Also ähnlich wie bei Bandai halt auch. Wobei Bandai halt A, B, C, D und dann die Teilnummer. Und hier ist dann halt Runner 23, Teil 12, 23, 53. 40, 5, 23, 34. Okay, das geht ja noch. Also im Prinzip müsste man fast rausschreiben, welche Runner hier so weit gebraucht wird. Also vieles ist 23. 40 ist hier der armselige Typ. 23, 23, 23, 20, 22, 23, 22. Also für den Kopf hält es sich noch in Grenzen, glaube ich. Weil es sind ja jede Menge Gussrahmen und die kann man jetzt halt schlecht so, so wie ich es halt gerne habe, irgendwie in eine Schachtel halt reinmachen, dann halt so durchklickern. Um dann halt den richtigen zu finden. Dafür sind es halt leider zu viele. Also da muss ich mir noch irgendwie was einfallen lassen, damit das irgendwie funktioniert. Gut, aber naja, sehen wir dann. Vielleicht gibt es da eine einfache Möglichkeit und ich sehe sie momentan nicht. Aber das war es jetzt mit dem Unboxing vom Mechanicore Siegler. Hat, glaube ich, auch lange genug gedauert. Ist bestimmt über eine Stunde, wenn nicht anderthalb. Und ja, wir sehen uns dann hoffentlich ein anderes Mal wieder. Bis dahin.